Hi und ganz herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Night Café. Und ja, wir haben letztes Mal sehr, sehr viele Bilder generiert, tatsächlich. Das war viel mehr als letztes Mal, also das Mal davor. Ich habe mir heute was anderes für euch überlegt. Und zwar, ich habe ja so auch Bilder, die ich selber gemalt habe, ne? Hier sind ja auch viele, ich meine, hier sind auch viele alte und neue Sachen. Ich habe hier die Sachen teilweise noch gar nicht richtig bearbeitet und so weiter. Ich würde sagen, was wir machen können ist, wir könnten uns zum Beispiel so ein Bild hier nehmen. Ja, so eins von meinen etwas neueren Bildern, die ich gemalt habe. Wir packen das einmal kurz in Photoshop, wenn es nicht abkackt. Weil ich glaube, Photoshop hat gerade keinen Bock mehr. Warte. Ja, okay. Okay, wartet. Machen wir. So. Ja, ich mal auch und so gerne mit Henna und sowas habe ich auch immer gerne gemacht, so ein Scheiß. Nur mal so ein bisschen nebenbei während der Wartezeit. Okay. Ja, ich will die Registrierung abbrechen. So, und dann hier. Übrigens, das ist Discontinued, das ist CS2. Photoshop, das gibt's kostenlos, das könnt ihr euch herunterladen. Fuck my life, was passiert jetzt? Öffnen? Kann ich das? Oh. Muss ich jetzt ernsthaft suchen? Warte mal, okay. Oh. Hier. Alter Falter, okay, jetzt muss ich das suchen. Hier, da war es doch, ich hab's gesehen. Hä, aber warum? Konnte den Vorgang nicht ausführen? Ein SOFN DO, was? DQT oder DHT JPEG-Marke von einem. Aber das peile ich nicht. Das ist doch ein ganz normales Foto. Wir kriegen's so auf. Jetzt mal nur eine Frage. Warte mal. Ah, jetzt geht's oder warte, warte nochmal. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Nee, das geht tatsächlich nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ehrlich gesagt. Aber wir machen es dann einfach anders. Ich lasse mich ja nicht verarschen von meinem eigenen Computer, Leute. So ist das nämlich nicht. Können wir das so ziemlich genau drucken? Dann. Okay, so. Und jetzt guckt mal, jetzt seht ihr meinen ganzen Bildschirm einmal. Jetzt gehen wir mal einmal hier hin. Freistellen. So. Okay, dann würde ich das noch so klein machen, wie es geht. Hallo? Klein machen, wie es geht. Irgendwie. Okay, so. Nochmal freistellen. Und jetzt passen wir das mal kurz an. Das ist ja jetzt schon fast Let's Photoshop, Alter. Aber egal, ich brauche das jetzt. So, okay. Dann also speichern. Ach nee, warte. Das ist ein bisschen. Farbtonsättigung. Wo ist denn das? Bearbeiten? Nee. Filter. Bild. Anpassen. Hier. So, ich will nur ein bisschen die Sättigung, weil das in Wirklichkeit ein bisschen krasser ist. Und wir brauchen ein bisschen mehr Kontrast. Da ist nicht so viel Weißanteil drin. Okay. So, und dann speichere ich das mal. Eine Freundin hat dieses Bild jetzt übrigens. Und dann packen wir das. Eine Ebene nach oben, noch eine Ebene nach oben, bearbeitet. Hier rein. So, ich. Nein, ich will das nicht ersetzen. Oh.
So. Okay. Gut, wir haben es geschafft, hoffe ich. Und jetzt können wir, wenn wir Glück haben, das benutzen. Jetzt ist das hier so, ja? Ohne irgendwelche Tapete im Hintergrund. Gut, und wir machen jetzt also, sagen wir mal, das hat dir uns gefallen, was wir hier gemacht haben. Jetzt nehmen wir Start-Image, das Ding hier. So. Und wir sagen jetzt, so, das kommt alles weg. Und dann schreiben wir da rein. Surreal Landscape Painting. Und jetzt machen wir Surreal Asian Landscape Painting, weil das ist es ja eigentlich. Also es ist quasi, wenn ihr euch das anguckt, das soll so ein bisschen asiatisch sein, ne? Ist aber auf jeden Fall stilistisch und surrealistisch. Also ja, übrigens habe ich hier das zweite offen. Das war ja das, was wir jetzt bearbeitet haben. Und ja, Moment. Dann nehmen wir das also. Realistic, ja, das. Und jetzt überlege ich, ob ich den jetzt wieder mit reinnehme, weil er ist eigentlich ganz cool gewesen, ne? Nur für die Dings nicht unbedingt. Moment mal. Wo, da ist mein Gefäß, Entschuldigung. Okay, und dann. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Rest drin lassen können. Wir versuchen es einfach mal. Da steht ja jetzt nichts mehr drin von einem Gesicht, hoffe ich zumindest. Und das ist ja mein eigenes Bild, was ich mal gemalt habe. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Ich lasse es einfach mal laufen. Wir schauen. Ich finde das sehr interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt. Guck mal. Aha. Das ist eine schöne Interpretation, ne? Das ist schön geworden. Also, ich finde, das ist cool. Ja, ich finde, dem ist da schon kaum was hinzuzufügen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch machen soll. Können wir ja noch hinschreiben: Asian Fantasy Landscape Painting with a Temple. Warte mal. Asian Fantasy Landscape Painting with Shrine. Ich mach mal. Keine Ahnung, ich mach's jetzt mal so. Ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Also, ich find das auch immer faszinierend, wie so ein paar Wörter also so ein komplett anderes Bild ergeben können. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal. Mal gucken, was jetzt bei rumgekommen ist. Ah. Hier so ein Tempel in der Luft. Ich meine, okay. Ja, das ist interessant.
Das ist wirklich schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Boah, und das ist krass, Mann. Das ist irgendwie richtig krass geworden. Das ist wie so ein Luftballon, der irgendwie an so einem fliegenden Schloss hält oder so. Weißt du? Das ist schon cool irgendwie. Ja, keine Ahnung. Das war der erste Versuch. Jetzt suchen wir uns mal ein anderes Bild raus. Wir haben ja noch ein bisschen was. Sollen wir mal tatsächlich das nehmen, weil ich mag das irgendwie sehr gerne. Das ist ja ziemlich surreal. Zumindest. Ja. Also, ne? Wir nehmen einfach mal das hier. Ich kopiere das mal wieder, damit wir nicht so viel zu tun haben. Und dann schmeißen wir dieses Bild hier rein. So. Und dann Surreal. Warte mal. Dann packe ich hier noch mal. Und hier, was ist hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir es. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Du, 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 du. Oh, das ist falsch. Da sollte das rein. Okay, gucken wir mal, was da jetzt passiert, okay? Ich weiß wirklich nicht, was wir erwarten können. Keine Ahnung. Ich finde, das sind immer schöne Experimente. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Was passiert? Das ist krass. Aha. Ey, das ist ja, das ist irgendwie ganz cool, ne? Okay. Ey, jetzt nur mal zum Test, ne? Was tut er denn, wenn ich jetzt das gleiche Prompt nehme, aber ich nehme das Bild weg? Ohne Starting Image. Einfach mal gucken, was passiert. Weil mich einfach interessiert, was hat jetzt dieses Bild, was ich da eingefügt habe, für einen Impact auf die KI? Was beeinflusst diese KI jetzt gerade? Einiges. Okay. Gucken wir mal. Oh, okay. Okay, das ist nicht so schön. Das ist irgendwie manchmal detaillierter. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich einordnen soll. Es ist irgendwie schon ein bisschen cringe. Also ich finde das hier ist, was Surrealismus angeht, irgendwie krasser. Vor allen Dingen das hier gefällt mir mega gut. Keine Ahnung. Sagt mir mal eure Meinung. Wir könnten jetzt auch probieren. Kann ich eigentlich im Nachhinein hier Stable XL? Hier, Algorithmus. Kann ich einfach jetzt Artistik nehmen und die so drinnen lassen?
Ist das denn jetzt Artistik? Ich frage mich, ob das jetzt wirklich Artistik ist. Okay, machen wir einfach mal. Oh, die Prompts sind jetzt natürlich falsch. Okay, warte mal. Das kann so bleiben. Das muss auf 1. Das geht nicht. Das machen wir so. Minus. Okay. Gut. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Cute. Okay, machen gerade viele Bilder. Sind wir gerade zu einer schlechten Zeit am Bilder machen? Ich trinke immer noch meinen Kaffee von heute Morgen. Schon kalt, aber egal. Jetzt nochmal zu. Wir können ja schon mal überlegen, was wir als nächstes nehmen. Das sind meine älteren Bilder eigentlich. Vielleicht das hier? Meint ihr, daraus könnte die KI was Schönes basteln? Könnt ihr mal versuchen? Oh mein Gott, was passiert da jetzt? Das wird witzig. Dieses Artistik-Ding, Alter, das ist schon cringe. Oh! Was passiert jetzt? Ich muss das live sehen. Oh mein Gott, es ist irgendwie liquidified, irgendwie meine Zeichnung. Oh mein Gott. Es erwacht zum Leben irgendwie gefühlt. Schau es dir an. Okay. Ultra cringe. Uff. Alter Falter, was ist denn daraus geworden? Warte. Ich brauche den Vergleich gerade. Ich muss irgendwie sehen, wo das herkommt. Also, Moment, ich pack das mal hier hin. Also, okay, das verstehe ich hier, ne? Das ist das Ding. Was mit der Frau passiert? Keine Ahnung, das hier, das sehe ich auch, das ist das Ding hier, diese komische Blase. Das Auge ist irgendwie das Ding geworden. Der rote Streifen hier ist hier. Und der Hase mit dem Mond, der ist tatsächlich irgendwie zu einer Hasenfigur geworden hier, ne? Obwohl ich glaube, das ist eher das hier, das ist dieses Armband eher. Aber komischerweise, also der Hase hier, das ist wahrscheinlich das Ding. Aber das sieht mehr aus wie ein Hasenkopf. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und hier ist einfach ein cringes Auge. Und hier ist noch ein cringes Auge. Und was auch immer hier passiert ist. Ich habe hier das gemalt. Und es ist irgendwie einfach nur was Ekliges entstanden. Und guck mal, mein Schmetterling ist weg. Das ist jetzt. Die Männchen sind auch irgendwie verschwunden. Ins Nirvana, die Hand ist auch komplett weg. Cringe, Alter. Okay, und jetzt muss ich es aber wissen, ne? Jetzt muss ich aber wissen, was passiert, wenn ich das einfach nur ausschalte. Ich muss es jetzt einfach wissen, Leute. Ich kann nicht anders. Ich will wissen, was für einen Einfluss hatte dieses Bild. Ach so, ich habe es jetzt auf Portrait gelassen. Wir können das auch gleich nochmal machen, nicht mit Portrait, sondern mit Landscape, also dass das ein bisschen gedreht ist. Okay, Dinge passieren einfach. Okay, gut, derweil suchen wir uns einfach mal das nächste Bild aus. Wir könnten auch mal sowas einfach nehmen. Das ist mega alt und hässlich. Wir könnten aber auch mal bei meinen neueren Bildern schauen. Ich habe nämlich auch. Okay. Ich habe auch neuere Bilder gemalt.
Wo habe ich denn hier? Hier, das ist ein neueres zum Beispiel. Das müsste ich nur halt wieder in Dings reinschmeißen, ne? Oder das ist auch neuer. Sowas mache ich auch gerne. Okay, ist es fertig? Ultra cringe. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ne? Also so gesamtkompositorisch, was die Farben angeht, finde ich das irgendwie mega. Wenn man so die Augen zusammenkneift und so guckt, dann ist das angenehm von den Farben. Aber was ist das? Was ist da einfach passiert? Also, ich bin verwirrt. Das ist das Mindeste, was ich sagen kann. Ich bin echt verwirrt. Ja. Ich weiß nicht, echt nicht. Also, keine Ahnung. Macht es überhaupt Sinn, bei Artistik was reinzuschmeißen? Das ist schon heftig, was da passiert, ne? Ich hab die halt nicht. Ich hab die nicht gecroppt irgendwie. Ist auch so ein altes Bild. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch viel mehr Bilder, aber ich weiß gar nicht, wo die alle gelandet sind. Nicht alle abfotografiert? Ich glaube, viele sind auch noch in anderen Ordnern einfach drinne. Es kann sehr gut sein, dass sie noch in irgendwelchen Übergangsordnern sind. Ja. Okay, dann jedenfalls. Das war auf jeden Fall erstmal die erste Idee. Dann machen wir das anders. Wir gehen nochmal in den Ordner rein. Hier haben wir die nämlich fertig gecroppt. Lass uns doch einfach mal das hier nehmen. Das ist ja schon ein fertiges Bild mit einem Mond. Das war auch schon älter, ist aber egal. Und nehmen wir das einfach mal. Starting Image, dann packen wir das da rein. So, Choose. Und jetzt schreibe ich einfach nochmal. Crescent Moon. With. Ich schreibe da nicht viel zu. Okay. Gucken wir einfach, was passiert. Crazy nehme ich hier raus. Surrealism auch. Okay. Machen wir einfach. Gucken wir. Ob Artistik denn ohne Surrealismus irgendwie was auf Kette kriegt, ich weiß es nicht. Es wird jetzt anfangen, sich wahrscheinlich wieder extrem zu verformen. Wir kennen es ja jetzt schon mittlerweile. Okay. Es hat den Stil geändert. Na, ich weiß ja jetzt nicht, ob das unbedingt besser ist bisher. Huff. That escalated quickly. Also, okay. Glaube, Artistik ist nicht die beste Idee.
passiert da jetzt? Ist der Mond jetzt in einer Landschaft drinne? In einem Berg und kommt ein Berg aus dem Mond raus gerade? Es ist einfach dem sein Ernst, oder? Also ich weiß nicht. Das mit Artistik ist, glaube ich, echt irgendwie eine schlechte Idee, Hammer. Aber wir machen Folgendes. Jetzt nehmen wir mal das Artistik raus. Text Image. Vom OpenAI. More control, better composition. Wollen wir das mal versuchen? Coherent. Wir probieren aus. Wir probieren aus. Was denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen Coherent und Artistic ist? Ich bin gespannt. Also, es gibt viele missgestaltete Bilder hier gerade, wie ihr seht. Aha, okay, ich mach's mal auf. Okay. Was haltet ihr denn davon? Was haltet ihr denn davon, auch der KI so zuzugucken, wenn sie das so Schritt für Schritt manchmal macht? Das sieht jetzt aus, als wäre der Mond irgendwie mit einer Banane fusioniert, aber so eine eklige Banane. Ich weiß ja nicht. Ich bin da unsicher, wie ich das finde, aber. Ich glaube irgendwie, ich habe Essen zwischen den Zähnen. Okay, was ist da los? Das sieht aus wie so eine abstrakte Teetasse. So, als sollte das mal eine Teetasse sein. Hier, das ist der Henkel und hier, da fängt die Tasse an. Aber irgendwie ist das dann Mond geworden. In einem Vulkankrater, wohlgemerkt. Cringe. Einfach cringe. Aber es ist auf jeden Fall besser. Es gefällt mir auf jeden Fall besser als das irgendwie. Was gefällt euch besser? Sagt's mir mal. Ihr könnt das gerne mir in die Kommentare schreiben. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn wir das, was wir geschrieben haben, nehmen, aber wir nehmen einfach die Stable, machen das wieder mit unseren 1,9 minus 2, nee, doch 1,929. Eins, weiß ich gar nicht, war das eins? Mach's jetzt auf 3. So, und das war minus 3, ist mir egal. So, und machen wir das jetzt mal so. Gucken wir mal. Das ist jetzt quasi das gleiche, nur ein anderer Stil nochmal. Oh. Hey, irgendwie, das sieht am geilsten aus, oder? Fickt euch das. Okay. Also wohlgemerkt, ne? Die kosten mehr. Du bekommst nur ein Bild für zwei Credits.
Aber das sieht am besten aus bisher. Wir können jetzt auch noch mal hier Dale nehmen oder was weiß ich, was das ist. Names of public figures are not allowed. Aha. Okay, warte. Ja, da kannst du ja nur eins machen. Machen wir mal vier Images. Medium Res. So, gönnen wir uns einfach. Ich will mal sehen, einfach was passiert. Natürlich fehlen uns jetzt die Negativ-Prompts und sowas. Ist aber jetzt erstmal egal. Ich will einfach nur den Unterschied mal so grob verstehen. Okay. Ja. Das hat mich jetzt nicht geflasht für 4 Credits. Also das war gut. Was auch immer da passiert ist, ist schon geil. Vielleicht können wir dann noch reinschreiben. In Fantasy Style Amazing. So. Dann schreiben wir hier noch einfach nur so. Ich weiß natürlich nicht, was das jetzt alles verursacht und was diese KI überhaupt darunter versteht, ne? Ich probiere nur aus, weil Stable so geil war, wollte ich jetzt noch mal ein anderes machen. Okay, guck mal, hier ist ein bisschen was Ähnliches rausgekommen. Das und das, das sieht sehr gleich aus, tatsächlich. Aber wir schauen. Oh, guck mal, das ist cool. Ja, das ist wie gesagt ähnlich. Das sieht irgendwie richtig heavy aus, ey. Wie so eine, keine Ahnung, wie so eine magnetische Anomalie, als hätte die Sonne mit einem schwarzen Loch kollabiert, aber keins von beiden hätte gewonnen. Irgendwas, das überhaupt nicht existieren kann. Aber ich finde es interessant. Ich fand das hier trotzdem schöner irgendwie. Zumindest das letzte Bild und das vorletzte. Ja. Und was passiert, wenn wir jetzt das hier nehmen? Und wir nehmen jetzt hier alles raus. So. Und machen jetzt das Bild von vorhin rein. Wir geben ihm jetzt nicht vor, was da drin ist. Also er muss selber entscheiden, was er da malt. Ich habe jetzt nur reingeschrieben, insanely detailed und sowas, ne? Ihr habt ja gesehen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ach so, habe ich jetzt. Oh? What the fuck? Was passiert? Ich meine, gut, das hier ist, das ist ja noch ganz schön geworden, ja? Aber wie ist das, wie ist das passiert? War das jetzt? Warte mal, ich muss nur mal gucken. Ist das stable? Stable. Okay. Scheint ihn nicht so viel zu interessieren, was ich da gemalt habe, ehrlich gesagt. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was wir noch machen können.
Wir haben hier noch so ein Bild. Das ist mehr oder minder hässlich geworden, aber ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass wir eins haben. Wir nehmen auch wieder das. Dann tun wir das weg. Und tun das hier rein. Oh, zu groß? Dann tun wir das nicht rein. Dann tun wir das hier rein. Tut mir leid, geht jetzt nicht anders. Nein. So. Okay. Schauen wir, was passiert. Da steht jetzt auch nichts dabei, was er daraus machen soll, ne? Crazy. Okay. Das ist voll schön. Was immer das ist, aber es ist irgendwie auch ganz schön. Da ist eine Sonnenblume mit einer Iris drin. Und was ist das da für ein cringes Ding? Irgendein Blob? Halt, ja, bisschen out of frame, ne? Okay. Also, kann man machen. Was passiert denn, wenn wir ihm sagen, was er malen soll? Sagen wir mal, wir nehmen das als Bild, aber wir sagen detailed. Weil gerade ja ein Ei war, ein Ei, ein Auge war. ein Ei war, okay. Wie heißt denn das nochmal? Ah. Oh. Wie heißt nochmal Regenbogenhaut? Ich habe vergessen, wie das heißt. Iris, einfach Iris. Aber es gab doch so einen lateinischen Namen dafür. Warte mal. Okay, dann nicht. Epic Fail. Machen wir einfach mal so. Schauen wir, was passiert. Ich meine, er hat ja hier schon mal so ein vorgemaltes Auge. Mal gucken. Bei Credits, ab geht er. Okay, das ist irgendwie ähnlich wie das. Warum ist das ein zweigeteiltes Bild? Ah, jetzt hat er eine Pflanze in Iris gemacht. Okay. Bin noch nicht so sicher, was das hier geworden ist, ehrlich gesagt. Warte.
Probieren wir es nochmal. Also, ich habe daran Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man entwickelt sich auch irgendwie weiter. So, man hat so das Gefühl, ah ja, das geht irgendwie in eine Richtung, die interessant ist. Dann probierst du zwei Sachen aus und dann siehst du, oh, das hat einen krassen Impact. Aber guck mal, sie macht das, also die KI macht das immer ähnlich, ne? Also, das ist jetzt schon geil geworden. Also, jetzt, ich muss mal ehrlich sagen, das ist ein schönes Bild. Okay, das ist ein kühnes Auge, aber das ist ein schönes Bild. Da kann man sich drum streiten. Und das ist auch irgendwie ganz cool. Was ist das hier? Was ist einfach das hier? Okay. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das und nehmen das Bild raus. Was passiert? Let's look. Also ein paar Mal war es besser. Aber ein paar Mal war es auch einfach nur cringe. Okay. Ich bin ja nicht eingestellt, welche Größe das sein sollte, ne? Sind das wieder hochkant? Okay. Das ist irgendwie, ja. Ich weiß noch nicht, was das ist, ja. Aber die sind alle sehr interessant. Ich finde die trotzdem, also auch wenn die ein bisschen defiguriert sind, sage ich mal, ja. Also ich finde, so als surrealistische Bilder gehen die klar. Du kannst das machen. Das ist okay. Und, gut, sagen wir mal, wir kopieren das jetzt. So, nehmen wir ihn wieder raus, weil er hatte wieder so einen Negativ-Impact auf. Ja, auf das, wie krass Sachen irgendwie defiguriert werden, dann machen wir da draußen Landscape und gucken wir uns das nochmal an. Also, was sich ändert, wenn ich jetzt den Artist rausnehme, anstatt ein Auge Eis schreibe, so als wenn wir jetzt halt. Aha, okay. What the fuck? Okay. Das sieht krass aus, auf eine ganz verstörende Art und Weise. Da will ich nicht lügen, ich finde das geil. Ich finde es irgendwie cool. Das ist ultra hässlich. Und das ist auch wirklich nicht schön. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Wenn wir jetzt aber nochmal reingehen und sagen, anstatt Eis, machen wir wieder ein Ei. Und jetzt schreibe ich noch mal rein. Blazing. Wenn ich schreiben könnte. Blazing. Jo. Ab geht er. Du änderst nur wenig und es ändert sich aber viel. Das ist halt das Interessante dabei. Und das macht richtig Spaß. Also ich bin da richtig süchtig nach. Wenn ich einmal anfange, dann will ich das die ganze Zeit weitermachen. Guck mal, jetzt hat er das auch gemacht, wie vorhin. Das ist ja das, fast das gleiche wie das, aber das ist detaillierter auf eine seltsame Art und Weise. Ich finde es jetzt sogar irgendwie interessant, weil das hier so aussieht wie ein Auge und ein zweites Auge drin in dem Auge. Dass das hier ein Löwe sein soll, das sehen wir, glaube ich. Und das ist irgendwie ganz cool. Warte mal, wir gucken uns das mal im Detail an. Ja, nee. Ja, ne? Das ist eigentlich ganz cool geworden. Ist nur nicht so bunt, wie ich es gerne hätte hier. Also es ist eher so dieses Phönixfedern drumherum, aber.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es nicht schlecht. Ich hätte es mir aber auch ganz anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Und sagen wir mal, wir machen das jetzt weg. Machen wir Phoenix Eye weg. Machen wir jetzt Bunny B Baby. Sagen wir mal cute. More. Nee, cute, fluffy. Ach komm, wir machen die Kommas weg, weil sonst wird es wieder ein Problem. Wir gönnen uns. Das wird jetzt aber auch das Letzte sein, was ich dann jetzt mache. Okay, wie ein Bunny sieht es aber nicht aus, hör mal. Also, das ist alles aber kein Bunny, ne? Das ist ja eher eine Katze, hör mal. Was ist da passiert? Das sieht aus wie. Das sieht aus wie eine Landschaft, die diese Katze formt irgendwie. Das ist irgendwie schön. Das ist auf jeden Fall mega hübsch geworden. Das finde ich süß. Ja. Ein impressionistisches Bild des Weltalls. Vielleicht. Oder expressionistisch, wie weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie könnte es beides sein. Weil. Naja, wenn du high bist, dann ist es eher impressionistisch. Und wenn du da aber nichts gesehen hast, aber das rein interpretierst, dann ist das eher expressionistisch. Ja, aber diese Tierbilder, die da jetzt rauskommen, sind irgendwie interessant. Und das hat alles nichts mit dem Häschen zu tun, oder? Habe ich da überhaupt Bunny reingeschrieben? Bunny Baby. Bunny Rabbit. Machen wir vielleicht jetzt mal Square? Ich habe gesagt, das ist das Letzte, ne? Jetzt bin ich schon fast bei 50 Minuten. Bruder, ey, ich muss das jetzt aufhören. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann höre ich jetzt aber auf. Meine Credits schwinden auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall voll die Bunnies, oder? Richtige Bunnies. Also ich sag euch, wie es ist. Die sind schon schön. Aber ein Bunny ist das nicht, hör mal. Okay, das ist cringe. Also, da ist irgendwas passiert. Ja, also, keine Ahnung, sagt mir, wie ihr das fandet, was ihr davon haltet. Okay. Ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Auch wenn ihr für mich Tipps habt oder zum Beispiel andere Vorschläge, was ich machen soll, dann sagt es mir einfach, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich vielleicht was Neues ausprobieren, was ihr euch wünscht. Ja, und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Mitfiebern. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Auch ich hoffe, das hat euch unterhalten und vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Wenn ihr das selber machen wollt, dann schaut mal in die Beschreibung. Da sollte der Link drinne sein. Könnt ihr dann ja ausprobieren. Und ich habe auch in die Beschreibung mein Night Café Account reingepackt, sodass ihr gucken könnt, was ich gepublished habe, damit ihr euch das nochmal im Detail selber anschauen könnt, wenn euch das hier zu schnell ging oder so. Ja, ne? Und ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, lasst mir doch mal zwischendurch einen Daumen nach oben da, damit ich das weiß. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, auch andere Sachen, ich mache ja auch Let's Plays oder ich schreibe ja zum Beispiel auch mit ChatGPT, wenn mir mal langweilig ist. Oder ja, keine Ahnung, ich mache verschiedene Dinge, ja. Wenn euch sowas gefällt, dann schaut doch mal rein auf meinem Kanal und wenn euch das zusagt, dann könnt ihr mir ja ein Abo da lassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Dankeschön nochmal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.